Herzlich willkommen zum nächsten Part meines Destiny 2 Lightfall Let's Plays. In diesem Part werden wir die Vergeltungsquest machen und dafür gehen wir jetzt hier erstmal zu Kreia. Hallo. Ja. Mara und ich haben uns unterhalten und kamen zum selben Ergebnis. Es ist Zeit zu handeln. Für den Zeugen ist unsere Verbindung eine Schwäche, die er ausnutzen will. Er denkt, wir riskieren beim nächsten Angriff kein weiteres Leben. Aber wenn Amanda hier wäre, würde sie uns sicher auffordern, endlich offensiv zu handeln. Mara richtet all ihre Energie direkt auf dich, Hüter. Du musst dir ein letztes Mal einen Weg durch die Aszendentenebene bahnen. Aber nicht ohne Verstärkung. Wir gehen alle. Mara meint, mit deiner Stärke können wir alle an deinem astralen Erwachen teilhaben. Wenn du auf dem Flaggschiff der Schattenlegion rauskommst, werden wir an deiner Seite sein. Führe uns an, Hüter. Beenden wir, was sie begonnen haben. Wer ist sie in dem Kontext? Und abgesehen davon, tja, wer braucht da bitte schön Verstärkung und sowas Einfaches halt einfach fertig zu bringen? Ja, und jetzt müssen wir gerade hier starten. Die Aszendentenebene mit der Gunst von Marakel und unterstützen dich bei deinem Angriff. Ja, super. Wir folgen dir. Bringt ja auch super viel, wenn man diese Hilfe hat. Vernichten wir es alle gemeinsam. Ja, keine Angst, Hüter. Wir geben die Rückendeckung, während du einen Weg zum Schiffstriebwerk findest. Ja, ich... Los, sorge als Königinnengarde für Rache. Gerechtigkeit. So, als ob das jetzt groß von Bedeutung wäre, dass Amanda gestorben ist. In all den Jahren im Kampf gegen die Besessenen hätte ich nie gedacht, dass ich mal die Aszendentenebene betreten würde. Ja, wo bist du? Marakels Macht ist beachtlich, aber nicht grenzenlos. Wir müssen diese Gelegenheit mit Bedacht nutzen. Das stimmt. Ach, ist das so? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Nutzen wir sie. Finde einen Weg durch das Schiff, Hüter. Krähe, Mitrax und ich erledigen die Kommandanten der Schattenlegion. Einen nach dem anderen. Ich werde es genießen. Ja, geht mir auch so. Ja, dann hört mal auf, mich voll zu labern hier gerade. Aber wie zur Hölle soll der Krim damit helfen? Und dabei zusehen, wie es von unserem Himmel fällt. Vor allem, was ist mit diesen blutrünstigen Wahnsinnigen hier? Lasst euch um nichts in der Welt davon abbringen. Ich meine, was ist da der Grund dafür, dass sie so überreagieren? Also, was ist denn hier im Pyramiden-Leuchtsignal? Erst, egal, jetzt erstmal weg mit dem Zeug hier. So, weg das Ding. Und damit wäre das erste Pyramidenleuchtsignal weg. Vor allem schränkt das den Zeugen überhaupt irgendwie ein? Oder ist das überhaupt ein Problem für den? Das ist jetzt halt hier die Frage gerade. Weil irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass ob den das irgendwie auch nur ansatzweise interessiert. Ich meine, der finalen Form ist er ja auch ein Stück näher. Okay. Na klar, jetzt. Gerade wo ich es fast gehabt hätte, muss natürlich noch mal so ein Ding kommen. So. Hätten wir das auch noch. Jetzt müssen wir einfach nur noch schnell das Ding hier platzieren. So. Jetzt noch das Ding da drüben und dann haben wir den Raum hier durch. Von was genau wird das dann eigentlich bringen, wenn wir die fertig platziert haben? Auch eigentlich gut, dass ich die einfach komplett ignorieren kann. Im Großen und Ganzen. Also. Zumindest, ja. Fast die ganze Zeit, sagen wir es mal so. Ja klar, jetzt. Ey, was zum... So, jetzt aber. Jetzt fehlen hier noch ein paar von den Teilen hier. Und dann können wir den nächsten Ding hier fertig machen. Okay. Was ist denn jetzt noch so ein Ding? Ah, da. Ja, klar.
Jetzt hat sich's aber erledigt. Ladung aktiviert. Munitionslager wird gesprengt. Das so einfach geht das. Okay. Ja, auch gut zu wissen, dass das einfach gesprengt wird, während ich noch drin stehe. Ihre Feuerkraft ist ausgeschaltet. Danke. Rattels Korsarinnen sind bei mir. Wir sind bereit. Gut. Ja, wunderbar. Devrim gibt uns Deckung. Gehen wir. Vorerst kümmere ich mich nur noch kurz um die hier. Keine Sorge, Hüter. Wir haben ja alles unter Kontrolle. Ja. Ich mache mir eh keine Sorgen drum. Ist eigentlich auch nicht weiter wichtig, wenn ihr stirbt. Schön, Krill kann sich wiederbeleben. Der ganze Restverein hier. Ja. Also Mitrax wäre vielleicht relevant, aber Devrim halt absolut überhaupt nicht. Ja, das Ding ist halt wirklich saukurz, die Mission. Und klar, ich bin jetzt ja nicht mal im Ansatz durch, aber trotzdem. Und zerstöre ihre Verteidigung mit deinem Licht. Gefallen der Zerstörung. Wunderbar. Als ob das hier irgendwie nötig ist, um nur eine Tür zu zerstören. Als ob man nicht so schon genug Fähigkeiten dafür haben. Das ist der einzige Grund, warum das Triebwerk keinen kritischen Zustand erreicht. Du musst zuerst die Generatoren zerstören. Ja, wenn es sonst nichts weiter ist. Man merkt ja, wie gut das funktioniert. Einfach ganz entspannt hier durch und alles kaputt schießen. Wie man es halt so kennt hier. Einfach ganz entspannt den Saftladen auseinandernehmen. Okay. Vielleicht sollte ich dafür auch genau dorthin zielen, wo ich eigentlich auch treffen will. So oder so, erstmal weg mit dem Kühlerlüfter. Und das ist auch so ein Redo von der ersten Mission. Ach, jetzt. Bis jetzt gerade kann ich das Ding nicht mal anschießen oder was? Das ist jetzt hier nochmal so ein Gefallen der Zerstörung. Weil die Dinger, die ich hier entsammeln kann, die sind ja nutzlos dafür. So, jetzt aber. Bin ich auch mega dumm. Wie einfach das hier funktioniert. Ja, gut. Das erste Ding zerstört. Das sollte eigentlich auch ausreichend gewesen sein, aber naja. Wo sind jetzt hier noch so welche von den Dingern? Okay, hier. Und da war das nächste gleich kaputt. Jetzt müssen wir noch das Ding da oben zerstören. Und dafür, ja. Machen wir jetzt erstmal das so und dann war es das mit dem Güterlifter. Vorhin habe ich den Legionär mit dem größten Helm ausgeschaltet. War wohl der Anführer. Jetzt sind sie kopflos. Ja, wenn sonst nichts weiter ist. Welche Ingenieure? Das sind doch gar keine. Ne? Ich meine jetzt mal ernst, wie zur Hölle kann man eine Yellow Bar sein und dann so leicht kaputt geschossen werden? Gerade wenn man auch bedenkt, dass selbst so jemand wie Devrim die kaputt schießen kann. Aber gut. Das ist ja nur meine Vermutung hier. Wo sind jetzt hier die Triebwerkteile, die ich kaputt schießen muss? Zerstöre den Antrieb und schalte das Schiff aus. Marakel wird uns sicher zurückbringen. Das ist alles? Bring deine Mission zu Ende, Hüter. Wo sind... Und hab dabei ein bisschen Spaß. Das ist ja gar nichts. Jetzt mal ernst, wie zu einer solchen das Triebwerk hier überhaupt zerstören? Oder ist es hier einfach wieder so, dass ich hier in die Waffe holen muss und dann einfach das Ding hier drauf schießen? Ja, das scheint es nicht zu sein. Ja. Jetzt gerade. Ja. Sieht das hier ein bisschen komisch aus. Hallo! Ja, das hätte ich vielleicht ein bisschen früher bemerken können. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wo ich hin muss mit dem Wafter. Also gut, dann holen wir uns den nochmal gerade neu und dann schießen wir die Seiten da an den Triebwerken kaputt.
war das da. Oh Gott! Das ist praktisch, davon kriegt man vielleicht alle auf einen Schlag, wenn man ins kaputt schießt. Und dann dürfen wir gleich auch schon die erste Seite komplett fertig haben. Sag ich ja. Und jetzt müssen wir auf der anderen Seite schnell aufräumen. Weil der Buff hier eh auslaufen wird, bevor ich den effektiv nutzen kann. Sag ich ja. So, wo ist jetzt hier nochmal so eine Gnade der Zerstörung? Okay, da hinten. Also, ab da dran. So, noch. Ist hier noch irgendwas von denen? Ja, da hinten, oder? Ne, doch nicht. Dann ist hier nach unten. Und, ja. Vielleicht die Seite brauchen wir noch und dann haben wir das Ding hier fertig. Also gut. Eigentlich krank, wie einfach das ist, so ein ganzes Schiff auseinanderzunehmen. So, wo geht's jetzt als nächstes hin? Ich komme aus dem Legion Flaggschiff. Außerdem, warum wird man die ganze Zeit eigentlich so zurückgeschlagen, wenn man hier einfach ins Portal reingeht? Uns stehen noch viele Kämpfe bevor, da oben. Aber heute haben wir gewonnen. Jeder Zivilist der ETZ kann sehen, was wir getan haben. Sie wissen, dass wir sie beschützen werden. Vor was auch immer der Zeuge mit ihnen vorhat. Gut gemacht, Hüter. Ihr auch, Leute. Wir waren da oben echt ein gutes Team. Wir haben der Schattenlegion Schaden zugefügt. Wir haben ihnen gezeigt, dass wir zurückschlagen können. Damit ehren wir die Erinnerung an Amanda. Ja, dafür gehen wir jetzt erstmal noch zur Nachbesprechung. Geschafft, Hüter. Und danke, dass wir mitmachen durften. War schön, mal wieder die Waffen zu zücken. Du bist perfekt als Königin in Garde. Ich will nicht, dass es endet, aber Mara kann ihre Energie nicht ewig kanalisieren. Sie würde es abstreiten, aber sie wird müde. Selbst wenn die Macht der Erwachten schwindet, sind sie dir auf ewig dankbar. Genau wie Mara. Und ich. Da draußen befinden sich immer noch ein paar Gefangene. Devrim und Misrax führen so lange wie nötig Rettungseinsätze durch. Ich werde auch hier sein. Wir können nicht jeden beschützen, aber helfen, wo es geht. Das ist das Wichtigste. Wir sehen uns, Hüter. Und dafür doch gerade das nächste Ascenten pro Stück bekommen. Das ist doch wunderbar. Die Krippe einfach nur so hinterhergeschmissen. Letzter Wille und Testament. Commander Zavala gibt dir eine von Hand geschriebene Notiz von Amanda Holiday. Hüter, wenn du das liest, dann bin ich wohl nicht mehr im Hangar. Ich hoffe, ich bin nur auf einer Mission und nicht von einem neuen Licht überfahren worden, das sein Fahrgestell ausprobiert. Wie dem auch sei, ich überlasse dir mein persönliches Schiff. Ich habe damit eine Menge durchgemacht und ich weiß, dass ihr gut aufeinander aufpassen werdet. Verabschiedungen waren noch nie mein Ding, also sage ich einfach nur, mach sie fertig, Hüter. Amanda. Also kommen wir uns das einfach nur ab und dann, ja. Sind wir hier eigentlich durch? So oder so, das ist halt, keine Ahnung. Haben wir so eine andere Sache? Warum sind hier eigentlich die Kabale die ganze Zeit? Was soll die bitte bringen? Sie sind klar natürlich die von Keitel, aber trotzdem. Was genau ist der Sinn dahinter? Na, so oder so. Gucken wir mal. Also holen wir uns hier mal das Schiff dann. Wird das noch langsamer möglich sein? Ja. Und damit würde ich dann auch sagen, war es das für diesen Part. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.